Wolfsburg holt sich in Leverkusen 3 Punkte. 9. Spielminute. Es ging für die Leverkusen eigentlich gar nicht so schlecht los. Erste Schusschance. Kevin Vollands Riesengelegenheit und Riesenparade von Corin Castells. Das zu Beginn der Partie. Danach die 28. Spielminute. Mario Gomez hat ja in der Länderspielpause sehr überzeugt und der Kapitän mit der ersten Wolfsburger Großchance zu Beginn der Partie. Gegen Bernd Leno hatte er aber keine Chance momentan. 33. Minute, dann ein formstarker Daniel Idavima über die Außen sucht und findet in der Mitte Mario Gomez und der macht es natürlich wie immer mit dem Kopf ganz oft. Mario Gomez mit dem 1:0 Führungstreffer für die Wolfsburger. Zweiter Ligatreffer für den Wolfsburger Kapitän. Und hier ist es ein ganz wichtiges Ding. Aber dann in der 44. Spielminute Bender auf Kevin Volland und zuvor dann ein klasse Zuspiel von Julian Brandt. Und dann war es dieser Kevin Volland, der auch mit dem Kopf sehr gut spielen kann, also gute Kopfbälle auf Lager hat und somit den 1:1 Ausgleich erzielt. Aber dann in der 59. Spielminute waren wieder die Wolfsburger an der Reihe. Das ist Yunus Mali, der Neuzugang aus Mainz mit dem Führungstreffer, mal wieder für die Wolfsburger. Und da hatte natürlich Bernd Leno keine Chance, irgendwie den Ball zu halten. Das war einfach gut gemacht von Yunus Mali, der jetzt seine Mannschaft wieder in Führung bringen kann. 64. Minute, die Leverkusener wieder mit Wendell und mit Henrichs. Das war dann eine ziemlich, ja, ungefährliche Aktion auf das Tor von Corin Castells. 88. Dann nochmal die Leverkusener mit Mario Gomez und da wird protestiert. Elfmeter, ja, nein. Fakt ist, der Schiedsrichtergespann hat auf Weiterspielen entschieden und das ist eigentlich auch richtig so. Es gab zwar den Kontakt, aber der hielt sich dann auch mal nochmal in Grenzen. Und somit blieb es dann beim 2:1 für die Wolfsburger. Die Leverkusener haben halt heute nicht das Glück getroffen.